بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ich freue mich, euch wieder sehen zu dürfen nach dieser Pause. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in den höchsten Stufen des Paradieses vereinen, so wie er uns heute vereint hat. Und wir machen inshallah weiter mit unseren Themen. Und wir beginnen bi'idhnillahi ta'ala mit der Fortsetzung in der Aqida. Das letzte Mal haben wir einige Grundregeln beziehungsweise einige Aspekte durchgenommen in Bezug auf die Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass die Bestätigung der Einzigkeit Allahs azza wa jal in seinen Namen und in seinen Eigenschaften bedeutet, dass wir zum einen die Namen Allahs azza wa jal aus Quran und aus der Sunna entnehmen. Und wir haben den Hadith des Propheten alayhi salatu wassalam durchgenommen, in dem er sagte alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 Namen, wer sie kennt, gelangt ins Paradies. Und wir haben da gesagt, dass die Kenntnis der Namen Allahs azza wa jal beinhaltet, dass man diese Namen auswendig lernt, zweitens, dass man sie versteht und drittens, dass man sie umsetzt im Leben. Und dazu haben wir auch erwähnt die Aussage Allahs Azza wa Jal und sein und Allah sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. Und wir haben gesagt, dass das Anrufen Allahs Azza wa Jal hier, dieser Dua, bedeutet auf der einen Seite Bittgebete auszusprechen, sodass wir sagen, O Allhörender, O Allsehender, vergebe uns, hilfe uns, versorge uns. Und auf der anderen Seite, die zweite Art des Dua ist Dua'u al-Ibadah. Das heißt, dass wir Allah dienen und anbeten damit, dass wir diese Namen umsetzen. Das heißt, wenn wir den Namen Allahs, der Allhörende, hören und kennen, dann müssen wir auch diesen Namen umsetzen, indem wir eben unsere Zunge hüten vor den Lügen und vor dem Lästern, vor dem Spotten und andere Sünden, die man mit der Zunge begehen kann. Genauso, wenn wir den Namen Allahs, Azza wa Jal, der Allsehende, verinnerlichen und kennen, dann bedeutet es, Allah anzurufen mit diesem Namen, dass wir Allah Azza wa Jal respektieren und achten und Allah subhanahu wa ta'ala eben nicht, dass wir die Gebote Allahs Azza wa Jal nicht ignorieren, denn er sieht uns. Das also zu den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun zu den Grundregeln zur Verständnis der Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Ich habe schon öfters erwähnt, dass wir diese Punkte lernen, nicht um zu diskutieren oder nicht, weil wir keine besseren Themen gefunden haben oder
weil wir einfach philosophieren möchten. Wir diskutieren und wir lernen, meine ich, nicht diskutieren, wir lernen die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala und seine Namen und wir lernen den Umgang mit diesen Namen und Eigenschaften Allahs azza wa jal. Erstens, weil es nichts Wichtigeres gibt als die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Wer kann mir nochmal erklären, wie können wir die Wichtigkeit eines Themas erkennen? Barakallahu fik. Wie können wir die Wichtigkeit eines Themas erkennen? Von was hängt die Wichtigkeit eines Themas ab? Allgemein. Wie wichtig ist zu wissen, wie man Tee macht? Wie wichtig ist das? Wenn es uns sehr nützt. Ja, also allgemein erst einmal. Wie wichtig ist es, Tee kochen zu können? Es ist nicht lebensnotwendig. Es ist was Schönes. Wallahi alhamdu wal minna. Möge Allah azza wa jal diese Gabe uns beibelassen. Aber ist es das Allerwichtigste? Nein. Wichtiger wäre was zum Beispiel? Ja gut, das ist jetzt ein Riesensprung. Ja, Allah zu kennen, das ist natürlich Allerwichtigste. Aber wir wollen ja herausfinden, wie weiß ich, wie wichtig ein Thema ist. Was ist wichtiger als Tee kochen zu lernen? Gut, das war auch ein Riesensprung. Wie finde ich Wasser zum Beispiel? Ja, bleiben wir mal bei den irdischen Sachen. Wie finde ich Wasser ist wichtiger als wie koche ich Tee. Denn ohne Wasser kann ich nicht leben. Ohne Tee kann man sehr wohl leben. Das heißt, wovon hängt die, also damit ich weiß, wie wichtig ein Thema ist, wovon hängt das ab? Inwiefern benötige ich diese Angelegenheit, diese Sache? Was ist wichtiger, wie ich Wasser finde oder wie ich Luft bekomme? Warum, wie ich Luft bekomme? Weil die Zeitspanne, die man ohne Luft überlebt, kürzer ist als die ohne. Barakallahu fik, weil ich Luft öfters benötige als Wasser. Was ist wichtiger, wie ich Wasser bekomme oder wie ich Essen bekomme? Wie ich Wasser bekomme, warum ist es wichtiger? Weil ich Wasser öfter brauche als Essen. Was ist wichtiger, wie ich neue Kleidung bekomme oder wie ich Essen bekomme? Und so weiter und so fort. Das heißt, die Wichtigkeit eines Wissens, egal was für ein Wissen das nun ist, hängt davon ab, wie oft benötige ich dieses. So, und wie oft brauche ich Allah subhanahu wa ta'ala? Wie lange kann ich ohne Allah leben? Gar nicht. Und deswegen ist die Kenntnis über Allah das wichtigste Wissen überhaupt. Also noch einmal, wir lernen die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal nicht um zu philosophieren. Nein, wir lernen sie an allererster Stelle, weil wir Allah in jedem Augenblick brauchen. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala können wir keine Rechtleitung bekommen. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala wissen wir nicht, wie wir ins Paradies gelangen. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt ohne die Hilfe Allahs, werden wir sündigen und so weiter und so fort. Und daher muss ich wissen, wer Allah ist. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum lernen wir die Namen und Eigenschaften Allahs? Wie die Geschwister gesagt haben, damit wir ins Paradies gelangen. Denn der Prophet ﷺ sagte, Allah hat 99 Namen, wer sie kennt, gelangt ins Paradies. Und wir wollen ja ins Paradies gelangen, möge Allah uns den Eintritt ins Paradies gewähren. Gut, damit ich weiß, wer nun Allah ist und welche Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala besitzt, muss ich zuallererst mal die Frage beantworten, was sind denn die Quellen, die Erkenntnisquellen, wie
weiß ich, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und da haben wir ganz am Anfang dieser Reihe in Aqidah die Quellen der Aqidah genommen. Wer kann mir die Quellen der Aqidah nochmal aufzählen? Ja? Primäre Quellen und sekundäre Quellen. Sehr schön. Wir haben gesagt, es gibt zum einen die Primärquellen, die Hauptquellen und dann gibt es die Sekundärquellen. Na, und die wären? Bismillah. Na. Koran, Sunnah und der Konsens der Gelehrten. Das sind was? Die Primärquellen. Die Primärquellen. Also die Primärquellen sind zum einen Al-Quran und Sunnah, natürlich an allererster Stelle. An allererster Stelle entnehme ich das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala von wo? Vom Koran und von der Sunna. Und dann kommt der Konsens der Gelehrten. Was ist der Beleg für den Konsens, dass es tatsächlich eine Quelle ist? Was heißt denn Konsens der Gelehrten? Das in einer Generation, in einer Zeitspanne die Gelehrten sich darüber einig waren. Genau, dass in einer bestimmten Generation, zum Beispiel die Generation der Gefährten, dass alle einer Meinung sind, dass es keinen gibt, der gesagt hat, nein, es ist nicht so. Das ist ein Konsens, Al-Ijma'. Was ist der Beleg, dass der Ijma' eine Quelle ist? Eine Erkenntnisquelle ist. Was ist der Beleg dafür? Ja? Dass es immer mehrere Leute waren. Also dass es viele Leute waren. Genau, dass jede Generation viele waren. Gut, aber wer sagt mir, dass es eine Quelle ist? Ich brauche jetzt was? Sehr schön. Ich brauche jetzt einen Hadith oder eine Ayah. Also, bitteschön. Was ist der Beleg? Und zwar? Welchen? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, meine Ummah. Was? Einigt sich nicht auf etwas Falsches. لا تجتمع أمتي على ضلالة. Also meine Ummah, mein Volk, meine Gemeinde, meine Ummah, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einigt sich nicht auf etwas Falsches. Das heißt, wenn sich diese Ummah einigt auf etwas, dann ist es richtig, und das ist der Beleg für den Ijma'. Sehr schön. Dann haben wir gesagt, gibt es Sekundärquellen. Welche wären diese? Ja? Fitra. Al-Fitra und Al-Aql. Al-Aql haben wir auch erwähnt. Al-Fitra und Al-Aql. Al-Fitra ist was? Die natürliche Veranlagung. Und der Beleg für Al-Fitra ist was? Jetzt brauchen wir wieder was? Wieder ein Hadith. Und zwar die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, jeder Neugeborene wird gemäß der Fitra geboren. So erziehen ihn danach seine Eltern zum Judentum oder zum Christentum oder zu Feueranbetern. Also jeder Muslim, kullu mauludin yuladu, ala al-fitra, fa abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Also ist das ein Beleg, dass der Mensch in seiner natürlichen Veranlagung an Gott glaubt, wenn nicht die Shayatin der Ins und der Djinn, also wenn nicht die Shayatin, diejenigen, die irreleiten, ob sie Menschen sind oder ob sie Djinn wären, wenn diese nicht wären, dann würde ein Mensch immer noch auf dem richtigen Weg bleiben. Und genauso, wenn nicht diese Seele da wäre, die stets zum Schlechten aufrufen würde, dann würde ein Mensch immer noch auf dem richtigen Weg bleiben. Auf jeden Fall, das ist eine Quelle. Den Verstand, haben wir gesagt, benutzen wir, um den Koran und die Sunna zu verstehen. Nicht, um Koran und Sunna außer Kraft zu setzen. Das ist ein Unterschied. Es gibt Menschen, die wollen den Verstand benutzen, um Al-Quran und die Sunna nicht mehr als Quelle zu nehmen. Da sagen wir, das ist eine falsche,
Art und Weise, den Verstand zu benutzen, sondern den Verstand sollen wir benutzen, um eben Al-Quran und As-Sunnah so zu verstehen, wie Allah Azza wa Jal es wollte. Sehr schön. Das sind also die Quellen. Wenn wir nun wissen wollen, wie verstehen wir die Namen und Eigenschaften Allahs und woher entnehmen wir die Namen und Eigenschaften Allahs, dann muss das gemäß dieser Quellen geschehen. Und hierbei gibt es drei Grundregeln zum Verständnis der Namen und Eigenschaften Allahs. Tabaraka wa ta'ala. Die erste Grundregel lautet, wie wir gerade eben erörtert haben, wir nehmen die Namen und Eigenschaften Allahs nur aus Koran und Sunna. Wir nehmen die Namen und Eigenschaften Allahs ausschließlich aus dem Koran und der Sunna. Warum? Weil Allah Azza wa Jal sagte, und sprich nicht etwas aus oder und sage nicht etwas ohne Wissen. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Sage nicht etwas, worüber du kein Wissen hast. Also hat uns Allah verboten, etwas zu sagen ohne Wissen. Deswegen müssen wir die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal aus dem Koran und aus der Sunna nehmen. Denn es gibt leider einige Menschen in der islamischen Geschichte und bis zum heutigen Tage, die einige Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, oder sie behaupten, diese Eigenschaften oder mit diesen Eigenschaften könnten wir Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben, die aber nicht im Koran und in der Sunna vorhanden sind. Zum Beispiel, das Wort im Arabischen ist bei den Philosophen, dieses Wort wird da benutzt, Al-Qadim. Al-Qadim bedeutet derjenige, der keinen Anfang hat. Al-Qadim kann bedeuten der Alte, Shay'un Qadimun, etwas, was alt ist. Aber hier wird das nicht gemeint, sondern es wird damit gemeint, etwas, was keinen Anfang hat. Nun sagen wir, sie beschreiben nun Allah mit dieser Eigenschaft. Al-Qadim. Und als, das ist eine Eigenschaft, ja, also ein Substantiv. Aber als Nomen zum Beispiel Al-Qidam. Al-Qidam, also das ohne Anfang sein, würde man vielleicht übersetzen. Da sagen wir, wo steht dieser Begriff im Koran und in der Sunna? Wo steht denn das? Nirgends, weder im Koran noch in der Sunna. Wie hat Allah Azza wa Jal sich beschrieben, dass er keinen Anfang hat? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wie? Noch Anfang, weder Anfang noch Ende. Ja, wie, was für einen Namen gibt es da? Al-Awwal, barakallahu fik, der Erste. Das ist ein Name und das ist eine Eigenschaft, die tatsächlich im Koran und in der Sunna vorhanden ist. Allah Azza wa Jal sagt, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Sagt Allah Azza wa Jal. Er ist der Erste und der Letzte und der Erhabenste und Höchste und der Nächste, der also sehr nahe ist. Nicht der Nächste, der Folgende, sondern der am nähesten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, Antal awwal, du bist der Erste, falaysa qablaka shay, so ist nichts vor dir. Wa antal akhir, und du bist der Letzte, falaysa ba'daka shay, so ist nichts nach dir. Wa antal zahir, und du bist der Erhabenste oder Höchste, falaysa fawqaka shay, also ist nichts über dir. وَأَنْتَ الْبَاطِنِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ. Und du bist der am nähesten, so ist nichts näher als du. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah beschrieben. Also sagen wir benutzen nicht das Wort Qadim, sondern wir benutzen das Wort Al-Awwal. Ja?
Und andere Wörter, die die Philosophen oder Ahlul Kalam, haben wir das schon mal durchgenommen? Ahlul Kalam? Erwähnt, Ahlul Kalam sind ja diejenigen, die zum Beispiel die Aqida der Asha'ira und Maturidiyya, beziehungsweise vor ihnen Al-Mu'tazila und die ihnen auch folgen, die nennt man Ahlul Kalam. Ja, es gibt Ahlul Kalam und es gibt Al-Falasifa, die islamischen Philosophen. Diese beiden Gruppen benutzen Namen bzw. Eigenschaften, die nicht im Koran und in der Sunna erwähnt wurden. Ist das klar? Da sagen wir, wozu? Wozu benutzt ihr dies? Sie sagen, ja, wir diskutieren ja mit Atheisten. Ja, wenn so ein Philosoph, ein muslimischer Philosoph oder ein Mu'tazili von dieser Gruppe der Mu'tazila, wenn er jetzt seine Ansicht verteidigt, dann sagt er sich, ja, ich rede doch nicht mit einem Muslim darüber. Ich habe momentan eine Diskussion mit einem Atheisten. Und dieser Atheist, mit dem rede ich und diskutiere ich mit seinem Wortschatz. Und er hat nun diese Wörter. Da sagen wir, Allah Azza wa Jal hat Al-Quran offenbart nur für die Muslime oder für die ganze Welt. Allah Azza wa Jal hat Al-Quran offenbart für den Atheisten und für den Mushrik, für den Muslim, für den Feueranbeter, für den Christen, für den Juden. Allah Azza wa Jal spricht die ganze Menschheit an. Also, wenn du über Allah redest, dann halte dich an diesen Wortschatz, den Allah Azza wa Jal ausgesucht hat. Dann bist du auf dem richtigen Weg und dann kannst du auch keine Fehler machen. Denn du redest dann nicht von deiner eigenen Neigung oder nach deinem eingeschränkten Verständnis, sondern du redest dann so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es wollte. Also der erste Punkt und die erste Regel ist, wir nehmen die Namen Allahs Azza wa Jal nur aus Koran und aus der Sunna. Und daher dürfen wir nicht Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben, die höhere Macht zum Beispiel. Es gibt Menschen, die sagen, ja, für mich ist Gott die höhere Macht. Da gucken wir mal, ist dieser Begriff eine höhere Macht aus Koran und Sunna? Der Allmächtige? Na'am. Al-Qawi oder Al-Azim, Subhanahu wa Ta'ala. Das ist tatsächlich ein Name Allahs Azza wa Jal. Das sind Eigenschaften Allahs, dass er mächtig ist. Aber ihn so zu beschreiben, höhere Macht, das ist nicht aus Al-Quran und Al-Sunna zu entnehmen. Hast du eine Frage? Al-A'la, der Höchste, der Erhabenste, na'am. Also, Wörter, die nicht aus dem Koran und aus der Sunna zu entnehmen sind, sollten und dürfen nicht benutzt werden, denn Allah noch einmal sagte, wir sollen nicht reden ohne Wissen. Die zweite Regel ist eine Ayah oder ein Teil einer Ayah, und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist seinesgleichen, und er ist der Allsehende, und er ist der Allhörende, der Allsehende. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Diese Ayah erklärt uns, also die erste Regel hat ja uns erklärt, woher entnehmen wir die Namen und Eigenschaften. Diese Regel, diese Ayah, erklärt uns, wie verstehen wir nun die Namen und Eigenschaften. Jetzt haben wir verstanden, okay, sehr schön, ich nehme die Namen und Eigenschaften Allahs nur aus Koran und Sunna. So, jetzt habe ich eine Eigenschaft aus dem Koran oder aus der Sunna gefunden. Wie verstehe ich sie denn? Sind denn seine Eigenschaften, also die Eigenschaften Allahs, so wie die Eigenschaften der Menschen? Die Antwort lautet, auf keinen Fall. Warum? Weil Allah Azza wa Jal sagt, nichts ist seinesgleichen. Nichts ist so wie Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Ayah benutzen nun einige, um die Namen Allahs Azza wa Jal zu leugnen, abzulehnen, beziehungsweise
um die Eigenschaften Allahs abzulehnen. Und hier gibt es ein wichtiges Thema, einen Fehler im Denkprozess, den diese Menschen, die die Eigenschaften Allahs, ablehnen, eben vollziehen. Welchen Denkfehler ist, welcher ist dieser Denkfehler? Welcher Vergleich? Ja, weiter? Bitte? Vergleichen Allah mit der Schöpfung. Und dann, was ist das Resultat? Dass sie eigentlich abnehmen. Genau. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah azza wa jal kommt im letzten Drittel der Nacht hinunter zum Himmel, zum ersten Himmel und sagt, gibt es jemand, der eine Bitte hat, so soll er bitten. Gibt es jemand, der um Vergebung bittet, so soll er um Vergebung bitten. Dieser Hadith, walillahil hamd, ist authentisch. Jetzt gibt es zwei oder es gibt drei Möglichkeiten. Zwei falsche Möglichkeiten und eine richtige. Ich beginne mit den zwei falschen Möglichkeiten. Die erste falsche Möglichkeit, den Hadith zu verstehen, also falsch zu verstehen, wäre zu sagen, Allah kommt hinunter, wie ein Mensch hinunterkommt. Ja? Wie ein Mensch hinunterkommt, von oben nach unten, so kommt Allah subhanahu wa ta'ala auch hinunter. Warum ist das falsch? Warum ist dieses Verständnis falsch? Ich habe hier, möge Allah uns davor bewahren, Allah mit der Schöpfung gleichgestellt und gleichgesetzt. Ich habe Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung verglichen. Und das widerspricht was? Widerspricht was im Koran? Dieser Ayah, nichts ist seinesgleichen. Also ist es falsch. Die nächste falsche Art und Weise, diesen Hadith zu verstehen, wäre zu sagen, Allah kommt nicht hinunter. Ja, aber Entschuldigung, aber im Hadith heißt es doch, Allah Azza wa Jal kommt hinunter. Nein, nicht Allah Azza wa Jal kommt hinunter. Das ist jetzt was? Eine falsche Art und Weise, den Hadith zu verstehen. Sondern es ist die Gnade Allahs, die hinunterkommt. Denn, so argumentieren sie, wenn du sagst, Allah kommt hinunter, dann hast du, ob du willst oder nicht, Allah mit seiner Schöpfung verglichen. Und ihr sagt doch, dass man das nicht machen darf, weil Allah gesagt hat, nichts ist seinesgleichen. Was hat dieser Mensch, der so redet, für einen Denkfehler? Oder wo liegt sein Denkfehler? Der Fehler ist folgender. Für ihn ist das Hinunterkommen bei allen gleich. Bei allen gleich. Für ihn gibt es keine verschiedenen Art und Weisen des Hinunterkommens. Und deswegen, wenn es nur eine Art und Weise gibt, dann ist die Art und Weise des Schöpfers so wie das, wie der Geschöpfe. Aber die dritte Art und Weise des Verständnisses, und das ist die richtige, ist, dass wir sagen, nein. Es gibt die Art und Weise der Schöpfung und es gibt die Art und Weise des Schöpfers bei den Eigenschaften. Die Art und Weise des Schöpfers gleicht dem der Schöpfung nie. Und hier haben wir ein Beispiel gegeben, wer kann sich erinnern? Sehr schön, mit dem Tisch und Barakallahu fik. Ich hatte gesagt, ein Tisch hat Beine. Ja, vier Beine oder zwei Beine, je nach Design. Ein Stuhl hat Beine. Ein Pferd hat Beine. Ein Mensch hat Beine. So. Jetzt benutzen wir ja hier bei all diesen verschiedenen Objekten
ein und dasselbe Wort, oder nicht? Immer benutzen wir welches Wort? Das Bein. So. Die Frage lautet nun, ist die Art und Weise dieser Beine immer identisch? Sehen diese Beine immer gleich aus? Die Beine des Pferdes, so wie die Beine des Menschen, so wie die Beine des Stuhles, so wie die Beine eines Tisches? Ja, vielleicht guckt jeder erst einmal. Ja. Jeder normale Mensch mit einem gesunden Menschenverstand sagt, natürlich nicht. Ein Bein eines Menschen sieht doch überhaupt nicht aus wie ein Bein eines Pferdes. Aber du hast doch gesagt, beim Pferd, da gibt es ein Bein. Und beim Mensch, da gibt es ein Bein. Ja und? Die Art und Weise nur ist unterschiedlich. Dann sagen wir, warum sagst du nicht das Gleiche über Allah subhanahu wa ta'ala? Er kommt hinunter auf seine Art und Weise, wie es ihm gebührt. Das ist die richtige Art und Weise und das ist die Art und Weise der Gefährten. As-Salaf, As-Salih, radiyallahu anhum, sie haben diese Eigenschaften so verstanden, dass Allah nicht so ist wie die Schöpfung. Hier müssen wir wieder, und das ist sehr wichtig, auch in der Da'wah und in der also Verankerung der richtigen Aqidah, wozu das alles? Warum reden wir überhaupt über dieses Thema? Wenn du nicht glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht runterkommt, ja, zum Himmel der Erde. Wenn du daran nicht glaubst, sondern du glaubst, dass die Engel kommen, weil einige interpretieren es, weil sie sagen, wir dürfen ja nicht sagen, dass es Allah ist, ja, wer soll es denn sonst sein? Ja, wir sagen mal, das sind die Engel. Ein Beweis gibt es dafür nicht. Und das geben die ja auch zu. Sie sagen, ja, ja, wir wissen das, es gibt keinen Beweis aus Koran und Sunna. Aber warum sagt ihr dann, das sind die Engel? Ja, es muss doch einen Ausweg geben. Ja, wollt ihr denn einen Ausweg einfach so erfinden? Ja. Das nennen die dann Ta'wil, Interpretation. Also sagen wir, Entschuldigung, also das kann ich ja nicht mitverantworten hier. Also wenn schon, dann bitteschön nur das Verständnis der Gefährten. Derjenige, und das ist jetzt der wichtige Punkt, derjenige, der glaubt, im letzten Drittel der Nacht kommen die Engel und steht auf und macht Qiyamul Layl deswegen. Und derjenige, der glaubt, Allah Azza wa Jal kommt hinunter im letzten Drittel der Nacht, steht auf und macht Qiyamul Layl. Wer genießt sein Gebet mehr? Wer ist der Zweite? Der glaubt, dass Allah Azza wa Jal fragt, wer hat ein Anliegen, so soll er bitten, oder nicht? Das heißt, es geht nicht nur ums Philosophieren hier, es geht um den Genuss des Glaubens, um den Genuss der Aqidah. Es geht um den Genuss der Demut, Al-Khushu' im Gebet. Diesen Genuss erlangst du erst, wenn du eine richtige und authentische Aqidah hast. Du kannst mir sagen, doch, das ist wunderschön, wenn du an die Engel glaubst. Ja, ja, das mag sein, aber umso schöner ist es, wenn du weißt, Allah Azza wa Jal ist es, der dich fragt, ob du etwas willst. Denn Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, und wenn die Menschen dich fragen, und wenn meine Diener dich fragen, dann bin ich nahe. Da hat nicht gesagt, so sagt, dann bin ich nahe. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Das heißt, Allah Azza wa Jal erklärt, wie nah er ist, Subhanahu wa Ta'ala. Das ist der springende Punkt, Barakallahu fikum. Wir lernen diese Aqida, um in diesem Leben die Gottesdienste, die Ibadat zu genießen. Genauso, wenn man Sujud macht. Wenn man Sujud macht, sagt man was? Subhana Rabbiyal A'la. Gepriesen sei mein Herr, der Höchste. Aber wenn ich nun nicht glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Höchste ist,
Wenn ich nicht glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist, wie soll ich denn dann diesen Gedenkspruch genießen? Ich sage es, glaube aber, dass es nicht richtig ist. Nee, er ist nicht der Höchste. Dann kann ich ja mein Gebet nicht genießen. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, arm sind diejenigen oder armselig sind diejenigen, die nicht wissen, wo ihr Herr ist. Du sagst, ja Rabb, du weißt gar nicht mal, warum du die Hände hochhebst. Hebe ich sie hoch, hebe ich sie runter an die Seite. Er weiß nicht, wo Allah ist. Aber wenn ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel, wie ist er über dem Himmel? Barakallahu fik, diese Frage darf man nicht stellen. Diese Frage darfst du nicht stellen. Warum? Weil wir nicht die Art und Weise kennen. Wir wissen nur, was wissen wir nur über die Art und Weise? Ja, dass er über dem Himmel ist. Aber was wissen wir über die Art und Weise? Doch, eines wissen wir. Barakallahu fik, das ist... So ist, wie es ihm gebührt, Subhana, dass es eben nicht so ist, wie es bei der Schöpfung ist. Das wissen wir. Aber wie ist es weiterhin? Allahu A'la. Deswegen sagt der Imam Malik, rahimahullah, Al-Istiwa'u ma'lum. Das heißt, dass er über seinem Thron ist, dass er erhaben ist über dem Thron, das ist bekannt. Wal-Kayfu majhul. Und die Art und Weise ist unbekannt. والإيمان به واجب und der Glaube daran ist Pflicht. والسؤال عنه بدعة und die Frage danach ist eine Erinnerung. Haben die Sahaba nie getan. Sie haben nicht gesagt, ja Rasulallah, wie ist Allah über seinem Thron? Haben die Gefährten nicht getan. Sie haben auch nicht diese Sache geleugnet. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, sagte er, wer Allah anbetet, so ist Allah ewig lebendig. Er stirbt nicht. Und wer Muhammad anbetet, nee, andersrum. Wer Muhammad anbetet, so ist Muhammad gestorben. Und wer Allah über dem Himmel anbetet, also wer Allah, der über dem Himmel ist, anbetet, so ist Allah ewig lebendig. Hat Abu Bakr as-Siddiq eine falsche Aqida jetzt? Es gibt ja einige, die sagen, du darfst das nicht sagen. Du darfst nicht sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel. Da stelle ich mir die Frage, warum durfte es dann Abu Bakr as-Siddiq sagen? Oder hatte er kein Wissen? Sagt er kein Mensch. Deswegen, barakallahu fikum, ist es so wichtig, dass wir uns an Koran und Sunna und dem Verständnis der Gefährten halten. Und dass wir kein neues Verständnis holen. Also die erste Regel lautet, wir nehmen die Eigenschaften Allahs ausschließlich aus Koran und Sunna. Die zweite Regel lautet, nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. Die dritte Regel lautet, die Art und Weise ist unbekannt. Die Art und Weise ist unbekannt. Wa alaikum salam. Und die Frage nach der Art und Weise ist nicht erlaubt. Wir dürfen also nicht fragen, wie sind die Hände Allahs? Wie ist das Gesicht Allahs? Wie ist das und das? Sondern wir nehmen es so an, wie es ist. Hier gibt es nun zwei verschiedene Richtungen, die beide falsch sind. Einige haben sämtliche Eigenschaften Allahs abgelehnt. Und das sind die Mu'tazila. Eine Gruppe. Die sagen, wir dürfen keine Eigenschaft Allahs bestätigen, sondern wir müssen alle Eigenschaften Allahs ablehnen. Außer eine einzige. Welche?
Barakallahu fik, dass er existiert. Das wäre es ja noch. Ja? Wenn sie das noch dann ablehnen, dann brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Die sagen, Allah existiert, aber alles andere lehnen wir ab. Wir sagen nicht, dass er hört. Und wir sagen nicht, dass er sieht. Und wir sagen nicht, dass er spricht. Und wir sagen nicht, dass er und so weiter und so fort. Geschweige denn, dass er ein Gesicht hätte oder Finger hätte oder irgendetwas anderes. Hier sagen wir dieser Gruppe, dieser Mu'tazila, ihr bestätigt, dass Allah existiert, oder nicht? Ja, ja. Die Frage, die nun sich stellt, ist, und was ist mit uns? Existieren wir oder existieren wir nicht? Jetzt mal abgesehen von den Skeptikern, ja? Es gibt ja eine philosophische Richtung, Skeptizismus. Ja? Bis er dann gesagt hat, ich denke, also bin ich. Dann wusste er, dass er tatsächlich existiert. Abgesehen mal von denen. Existiert ihr? Sie werden was sagen? Ja, wir existieren. Aha. Also ihr existiert. Diese Eigenschaft gibt es bei euch Menschen. Und Allah existiert. Dann, das ist ja das gleiche Wort, der gleiche Ausdruck. Habt ihr dann nicht Allah mit seiner Schöpfung verglichen? Was sagen sie? Nein, seine Existenz ist nicht so wie die Existenz der Schöpfung. Ja, guten Morgen. Genau das ist das, was wir immer bei den Eigenschaften Allahs sagen. Seine Hand ist nicht so wie die Hand der Schöpfung. Sein Gesicht ist nicht so wie das Gesicht der Schöpfung. Seine Finger sind nicht so wie die Finger seiner Schöpfung. Und so weiter. Warum? Nehmt ihr diese Grundlage, seine Existenz ist nicht so wie unsere Existenz, warum macht ihr das nicht einfach fortlaufend bei jeder Eigenschaft? Das ist also eine Gruppe. Sie lehnen alle Eigenschaften Allahs ab. Und deswegen sagen sie, er ist As-Sami', der Allhörende, ohne dass er hört, der Allsehende, ohne dass er sieht. Und so, also, Subhana Rabbi al-Azim. Die zweite Gruppe, und das sind die Asha'ira. Und Al-Asha'ira, sie hatten ihre Ursprünge bei den Mu'tazila, aber hatten dann andere Meinungen vertreten. Sie sagen, wir bestätigen einige Eigenschaften. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten, ob es nun 7 Eigenschaften sind, mehr oder weniger. Sie bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala hört und sieht und lebendig ist. Das bestätigen sie. Aber sie bestätigen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hat. Sie bestätigen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände hat. Das bestätigen sie nicht, sondern sie ändern die Bedeutung um. Sie sagen, die Hand bedeutet nicht Hand, ja was denn sonst? Nein, es bedeutet die Macht, die Möglichkeit, die Kraft. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Iblis, warum hast du dich nicht niedergeworfen vor dem, den ich mit meinen beiden Händen erschuf, dann erläutern diese Menschen diesen Hadith, indem sie sagen, das bedeutet, warum hast du dich nicht niedergeworfen vor demjenigen, den ich mit meiner Kraft, mit meiner Macht erschuf. Also haben sie was gemacht? Was haben sie gemacht? Uminterpretiert. Ta'wil, sie haben die Bedeutung geändert. Da fragen wir diese Menschen, sehr schön, könnt ihr uns bitte einen Gefährten nennen, der diese Ayah so erläutert hat? Sie werden keinen Gefährten nennen, weil es keinen Gefährten gibt, der das so erläutert hat. Diese Menschen sagen wir, ihr habt doch im Gegensatz zu den anderen, zu wem? Mu'tazila. Im Gegensatz zu den Mu'tazila habt ihr doch einige Eigenschaften bestätigt. Zum Beispiel, dass er hört, Subhana, Allah Azza wa Jalla, und dass er sieht. Aber wir Menschen hören doch auch und wir sehen doch auch. Dann sagen sie, nein, nein, nein. Ja was? Allah hört auf eine andere Art und Weise. Und da fragt man sich, Subhanallah,
Und warum sagt er nicht, Allah hat ein Gesicht, so wie es ihm gebührt, und es ähnelt nicht dem Gesicht der Menschen? Warum sagt er das nicht weiter? Das heißt, es gibt eine Gruppe, die hat sämtliche Eigenschaften Allahs Azza wa Jal geleugnet, außer natürlich, dass er existiert. Und die nächste Gruppe, sie haben einige Eigenschaften bestätigt und die restlichen geleugnet. Und beiden Gruppen sagen wir, seht ihr die Eigenschaften, die ihr bestätigt habt? Genauso macht ihr einfach weiter. Al-Sunnah wal-Jama'ah ist einfach weitergegangen. Nach der Existenz haben sie gesagt, er hört und er sieht. Und dann haben sie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Finger. Wo ist der Beleg dafür? Barakallahu fikum. Bismillah. Indem er sagt, dass die Herzen der Menschen. Barakallahu fik, der Prophet ﷺ sagte, die Herzen der Menschen oder ja, der Menschen sind zwischen zwei Fingern Allahs. Er dreht und wendet sie, wie er möchte. Und deswegen hat der Prophet ﷺ immer ein Dua gesprochen: O du, der du die Herzen drehst und wendest, lass unsere Herzen standhaft sein. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer gesagt. Das heißt, wenn wir nun diese Eigenschaft aus dem Koran und aus der Sunna entnehmen, dann kann man uns nicht vorwerfen, dass wir hier Allah mit seiner Schöpfung vergleichen. Auf keinen Fall. Wir sagen nämlich, seine Hände, die Hände Allahs, sehen auf keinen Fall so aus wie die Hände der Schöpfung. Und noch einmal, warum ist das so wichtig? Warum ist denn das so wichtig? Es ist so wichtig, weil du viel näher zu Allah kommst, wenn du Allah Azza wa Jal kennst. Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Nur diejenigen von den Dienern Allahs fürchten Allah, die Wissen haben. Und dieses Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala muss natürlich gemäß Al-Quran wa Sunnah sein. Also haben wir diese drei Regeln, nur aus Quran und Sunnah, nichts ist seinesgleichen. Und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und wir kennen die Art und Weise nicht. Und dann haben wir gesagt, es gibt zwei Richtungen, die falsch liegen. Die erste Richtung, die sämtliche Eigenschaften widerlegt oder leugnet. Und das sind die Mu'tazila, mit Ausnahme einer Eigenschaft, und zwar, dass er existiert. Und die zweite Gruppe, und zwar die Asha'ira und die ihnen folgen, wie die Maturidiyya, die eben einige Eigenschaften bestätigen und den Rest nicht. Und in beiden Fällen sagen wir, so wie ihr einige Eigenschaften Allahs bestätigt habt, obwohl auch die Menschen damit beschrieben werden, und ihr dann als Antwort gegeben habt, diese Eigenschaften bestätigen wir dem Menschen, weil der Mensch eine andere Art und Weise hat, so sagen wir, bitte macht weiter mit allen anderen Eigenschaften. Ist das klar oder ist das unklar? Sehr schön. Dann gibt es allgemein Fehler bei dem Verständnis der Namen und Eigenschaften. Der erste Fehler, den haben wir jetzt schon durchgenommen, und zwar, das ist At-Ta'til. At-Ta'tilu bedeutet eben, dass man diese Eigenschaften leugnet. Entweder alle, so wie die Mu'tazila, mit Ausnahme einer Eigenschaft, oder nur einige, so wie die Asha'ira und Maturidiyya und die ihnen folgen. Dann gibt es den zweiten Fehler, und zwar At-Tamthil oder auch At-Tashbih. Und das bedeutet, ein Gleichnis geben, ein Beispiel geben. Die Hand Allahs sieht so aus wie die Hand des Menschen. Das ist verboten. Ein weiterer Fehler wäre, At-Takyif, eine Art und Weise geben. Eine Art und Weise geben, At-Takyif. Also,
so und so lang, so und so breit, so und so tief, ein Umfang von und so weiter und so fort. Eine Art und Weise gibt. Deswegen ist jeder Tashbih ein Takif, aber nicht jeder Takif ein Tashbih. Wer kann das erklären? Ja, jeder Tamthil oder Tashbih ist implizit ein Takif. Jede Beschreibung enthält eine Art und Weise. Eine Art und Weise, aber nicht umgekehrt. Jedes Gleichnis enthält implizit eine Art und Weise. Aber nicht jede Art und Weise enthält ein Gleichnis. Wer erklärt das? Wenn ich jetzt sage, und das ist ja falsch, die Hand Allahs ist so wie die Hand des Menschen. Welche Fehler habe ich jetzt getan? Erstens, ich habe verglichen. Und ich habe eine Art und Weise gegeben. Warum? Weil meine Hand hat eine Art und Weise. Oder nicht? Ist ja bestimmte Zentimeter lang, bestimmte Zentimeter breit und so weiter. Okay? Wenn ich jetzt aber sagen würde, möge Allah uns davor bewahren, die Hand Allahs Azza wa Jal wäre so und so lang und so breit, welchen Fehler hätte ich dann getan? Nur Takif, ich habe also eine Art und Weise gegeben. Habe ich ihn verglichen mit einer Schöpfung? Ich habe ja kein Beispiel gegeben. Ist der Unterschied jetzt klar? Deswegen, jeder Tashbih ist ein Takif, aber nicht jeder Takif ist ein Tashbih. Und dann gibt es einen weiteren Fehler, und das ist At-Tahrif. Und zwar die Änderung. At-Tahrif, die Änderung bedeutet, dass man einen Namen oder eine Eigenschaft Allahs im Wortlaut ändert. Klassisches Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. So dann erhob er sich über den Thron oder ist er erhaben über den Thron. Der Begriff lautet istawa. Tahrif wäre nun, dass ich sage, istawa bedeutet istawla. Was habe ich hier getan? Ich habe einen Buchstaben hinzugefügt, und zwar den Buchstaben lam. Okay? Der Begriff heißt istawla. Und was habe ich jetzt gemacht? Ist-ta-u, das ist l-wau, la. Also ein Lam hinzugefügt. Was ist nun die Bedeutung bei ist-ta-u-la? Die Macht ergriffen. Das bedeutet ist-ta-u-la. Eine Armee hat ist-ta-u-la, ja, also wenn man das mal so sagen will, in einer Stadt, also hat Macht ergriffen über eine Stadt. Istawlat ala Medina zum Beispiel oder ala Bilad. Einige sagen nun, weil sie diesen Denkfehler haben, ich darf Allah nicht diese Eigenschaft geben. Warum darf ich es nicht geben? Weil der Mensch hat auch diese Eigenschaft. Ja, wo ist das Problem? Ja, wenn ich dem Allah diese Eigenschaft gebe, dann habe ich ihn ja verglichen. Ja, es gibt doch unterschiedliche Art und Weisen. Nein, es gibt keine unterschiedliche Art und Weisen. Das ist der Fehler. Ja? Also haben sie gesagt, suchen wir die Flucht. Wohin? Wir sagen nicht Istawa, wir sagen Istawla. Welchen Fehler haben Sie jetzt getan? Ja, Sie haben geändert. Ja, und was bedeutet denn, dass Allah Azza wa Jal Macht ergriffen hat über seinen Thron? Und wem gehörte dieser Thron dann vor ihm? Ist das die Preisung Allah subhanahu wa ta'ala? Ist das die Verehrung Allahs Azza wa Jal, dass wir sagen, in einer gewissen Zeit hatte er nicht die Macht über den Thron. Erst dann hatte er die Macht über den Thron. Ist das die Verehrung Allahs Azza wa Jal? Ist das der reine Tawhid? Das ist nicht der reine Tawhid. Sondern das ist
die Beschreibung Allahs, dass er unvollkommen ist. Dass er zu einer gewissen Zeit nicht vollkommen war. Dass er zu einer gewissen Zeit nicht der Reiche Al-Ghani war. Dass er zu einer gewissen Zeit nicht der Mächtige war. Denn er hatte nach dieser Interpretation zu einer gewissen Zeit nicht die Macht über den Thron. Und deswegen, barakallahu fikum, jede Bid'ah in der Aqidah ist eine Irreleitung. Auch in der Ibad. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Bid'ah ist eine Irreleitung. Jede Bid'ah, jede Erneuerung meine ich, ist eine Irreleitung. Und jede Irreleitung ist wo? In der Hölle, möge Allah azza wa jal uns davor bewahren. Daher ist es wichtig, in der Aqidah und in den Ibadat immer schön gemäß dem Verständnis der Gefährten zu handeln und zu glauben, denn dann ist man bi'idhnillahi ta'ala auf dem richtigen Weg. Das waren also die drei Grundregeln und die Fehler, die entstehen können, wenn man diese drei Grundregeln nicht einhält beim Verständnis der Namen Allahs Azza wa Jal. Bi'idhnillahi ta'ala ein anderes Mal, wenn wir also beim nächsten Mal über die Aqidah reden, dann werden wir nun Beispiele nehmen. Wir können leider nicht alle Eigenschaften Allahs Azza wa Jal hier durchnehmen. Wir werden Beispiele nehmen über Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, was die Gefährten und die Tabi'in und die Gelehrten gesagt haben, damit wir wissen, dass wir bi'idhnillahi ta'ala die Aqidah der Gefährten haben, die Aqidah der Tabi'in und der großen Imame. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen reinigen und mit dem reinen Glauben füllen und all unsere Sünden vergeben. Barakallahu fi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.